Auf der Operettenbühne wurde sie gefeiert und nicht nur auf dieser, auf vielen Bühnen. Auf dem gesellschaftlichen Parkett hat sie geglänzt. Sie ist und war eine umschwärmte Frau. Und über ihr Wiedersehen mit Prinz Charles spreche ich mit Vergnügen mit Dagmar Koller. Herzlich willkommen in Köln. Umschwärmte Persönlichkeit, Jahrzehnte als Operettenstar, als Musicalstar, wie auch immer. Sie waren mit Helmut Zilk, dem Oberbürgermeister von Wien, verheiratet. Das war ein Glamour-Paar, darf man von Ihnen beiden sagen, das gesellschaftliche Parkett. Und jetzt vor kurzem gab es ein Staatsbankett zu Ehren von Prinz Charles in Wien. Ja. Da waren Sie geladen. Das fand ich irgendwie erstmal sehr toll, weil man ja gelegentlich erlebt, dass Witwen so ein bisschen zurückgestuft werden. Sie waren da geladen und die haben Prinz Charles nach vielen, vielen Jahren wiedergesehen. Wie war dieses Wiedersehen nach 31 Jahren? Ich bin ehrlich und offen zu sagen, ich bin gerade aus New York zurückgekommen und habe gewusst, oh Gott, da ist diese wundervolle Einladung vom Präsidenten, der ja auch gar nicht mehr mich einlädt, weil warum, wer bin ich denn heute noch für den, sagen wir politisch, nicht? Und dann habe ich mir gedacht, also was, das ist, der Prinz Charles ist da und ich. Und wenn der weiß, dass die Medien waren eine Woche lang schon immer geschrieben, die Koller hat ja vor 31 Jahren mit dem ja unheimlich geflirtet und mit Lady Di ein unheimliches Feuer in dieser Stadt eröffnet. Jetzt kommt die an und wie wird das sein? Und alle haben gewartet auf den Moment, wie wird es wirklich sein? Und das, der Moment war auch für mich sehr aufregend, weil alle Medien eine Woche lang davon geschrieben haben, wie toll mein Mann Prinz Charles und Lady Diana damals empfangen hat. Und dann kam der Moment, wo ich also merkte, dass die ganze Straße war voll Fotografen. Wie wird das sein? Bin ich hinten einmal schon reingegangen. Ich weiß ja, wo man reingeht, bei der Hofburg und so weiter. Und bin dann oben gewesen und dann waren schon 40, 50 Leute, aber nur Botschaftsleute und nur geladene Gäste. Und da haben wir gedacht, wer ist das und geladen? Ich habe mir natürlich ein schönes Abendkleid rausgeholt aus dem Fundus bei mir. Dann hängen ja die Abendkleider ein Leben lang gleiche Figur. Also kann ich ja so suchen, was ziehe ich an. Und dann standen wir alle und haben gehofft, dass Prinz Charles mit Camilla kommt und dann uns die Hand reicht, weil wir ja so aufgereiht wurden. Und auf einmal hieß es vom Protokollchef, vom Kabinettschef, nein, Prinz Charles verspätet sich, wir sollen uns alle setzen. Das heißt also schon auf das Dinner, wo alles das Kärtchen dort lag, habe ich geschaut, wer sitzt neben mir, wer sitzt neben mir. Oh, lauter nette Männer und vor mir auch ein Botschaftsrat. Und es war ein wunderschöner Platz. Und plötzlich hieß es, Kinder, jetzt endlich kommt Camilla und Charles. Das ist ja dann alles ganz Etikette, ganz genau. Also wie alle aufgestanden, nicht? Und alle gestanden. Und hier war die Mauer bei mir. Und da ganz weit drüben war die andere Seite, die lange Reihe. Die sind genau neben mir durchgegangen. Und wir standen also dann richtig so an der Mauer. Und da musste er an mir vorbei. Und ich dachte mir, was wird der jetzt sagen, wenn er die alte Koller sieht? Und er ist ja auch älter geworden, 31 Jahre zurück. Da war man ja wirklich lustig und jung. Und jetzt ist ja das Schicksal auch über mich. Es ist ja nicht wegzudenken, man wird älter und muss das auch genießen. Und ich stand so. Und ich merke schon, er grinst übers ganze Gesicht, lacht und drückt mir die Hand. Als Einzige kriege ich seine Hand. Oh, hallo. Ich will ja nie sagen, Royal Highness, ich bin eine Kärntnerin. Royal macht sie mit R. Habe ich so, oh, haben wir nur gelacht. Furchtbar gelacht. Oh, Auf jeden Fall. Ach, bei mir ist immer was kaputt. Irgendwo ist immer was kaputt. Ich habe ja heute was Besonderes. Ich will jetzt nicht unterbrechen. So, und dann, weil er so lieb zu mir war mit dem Handschütteln und keiner hat die Hand von ihm gekriegt, habe ich der Camilla auch die Hand geben wollen. Oh, dann habe ich schnell die Hand weggedrückt, weil ich gewusst habe, oh Dagmar, hast du wieder einen Fehler gemacht. Habe die Hand zurück und sie kam vorbei, ganz ernst. Habe ich festgestellt, eine fesche Frau. Also wirklich, Camilla sieht wirklich privat wunderschön aus. Ging vorbei und saß dann so 2 Meter von mir entfernt. Und ich habe den ganzen Abend sie beobachtet und habe also mit meinen 2 netten Herren, die neben mir waren und der gegenüber, haben wir geplaudert. Und dann muss ich sagen, hieß es also, dann kamen die Wiener Philharmoniker und spielten Musik. Und Camilla saß so ganz ernst, nie gelacht, nichts. Und auf einmal, wie die den spielten die Philharmoniker zum Schluss des Abendessens Rosen aus dem Süden. Und auf einmal die Camilla und die Dagmar Koller. Automatisch macht man so den Walzertakt mit mir. Kein Mensch macht das sonst. Wir haben immer so gemacht. Und ich merke plötzlich, die Camilla macht, endlich lächelt sie und macht auch so. Ach, Temperament hat die auch noch. Also das hat man ja gar nicht.
Aber sag mal, liebe Dagmar Koller, es ist mir zugetragen worden. Das war mein Lieblings, das ist der Lieblings, das ist der Spruch des Abends. Temperament hat. Und das Berührende ist, wie Lady Diana in Wien war, war sie die Königin. Es ist alles nur um sie gewesen. Und er immer hinter ihr her. Jetzt strahlt er. Er ist so in sich gewachsen. Aber hat er ihn nicht damals schon gesagt, dass die Ehe nichts wird mit Diana? Das hat sie mir gesagt. Hat sie? Ich habe gefragt. Die Camilla? Nein, vor 31 Jahren. Ja, weil ich habe das Damenprogramm. Die Camilla. Vor 31 Jahren. Ich habe das Damenprogramm mit ihr gemacht. Und da waren schon Momente, wo wir ganz zwei Frauen waren, die dann reden auch über euch Männer. Und dann habe ich sie gefragt, are you happy? Weil da hat sie gerade das zweite Baby gehabt. Und da hat sie wirklich so im schönsten Englisch gesagt, don't ask me something like that. Und das hat sie mir, also fragen Sie mich sowas nicht. Und man hat ja auch gespürt, dass er gar keine Beziehung zu ihr hatte. Er ging immer hinter ihr her. Es war nur Diana damals. Und jetzt strahlt er. Er strahlt. Alt ist er worden, wie wir alle älter werden, aber so lachend und so schön rot. Und plötzlich, es war verboten zu fotografieren. Nachher gab es den Kaffee im Extraraum. Und dann ich bescheiden, ich brauche das alles nicht mehr, habe ich mir gedacht. Und packt mich der Kabinettschef und nimmt mich bei der Hand. Ich muss mich wohin führen. Sag ich, um Gottes Willen, wohin? Ich will ja da bleiben, ich will das auch noch erleben. Nein, nein, nein. So durch die Menschenmenge, die alle auf den Charles sich stürzt. Und bringt mich zum Charles. Und dann war ihre Stimme. Ja, das war so schön. Das war dann so ein entzückendes Gespräch. Und ich habe dann zu ihm gesagt, eigentlich wollte ich ein Kaviar-Schachtel mitbringen und ihm beim Begrüßen in die Hand drücken, dass er sich erinnert, das Erlebnis, das Charles und ich mit der Presse hatten, war ein harmloses Erlebnis. Wir beide Darf ich das in Erinnerung rufen, weil ich weiß nicht, ob alle Zuschauer noch in Erinnerung haben, was vor 31 Jahren in der Wiener Presse stand. Ja. Tatsache, beim Staatsbankett sind Sie ganz kurz mit Charles unterm Tisch verschwunden. Ja, mussten wir. Ich meine, wie will das Es war keine Richtung? Andere Möglichkeit. Warum? Das war nicht am Tisch hier, ne? Nein. Und warum? Das lief doch bis am Boden. Und auf der Seite waren an die 60 Fotografen von der ganzen Welt. Ja, aber da gehen wir mit einer Tisch. Schnur weit weg. Und es war also, es sind ja so typische Sachen passiert, die da passieren. Aha. Auf einmal merke ich nur, mein Mann hat eine große Rede gehalten, einen Toast auf die Königin. Das muss man ja auch. Und wir saßen so auf einer erhöhten Bühne. 1000 Leute, 1000 Wiener waren plötzlich alle meine Freunde. Jeder wollte eingeladen sein. Was war unterm Tisch, Frau Koller? Nein, doch nicht. Warte. Und dann, es kommt wirklich ganz ungeheuer. Wir waren alle so verlegen, weil der Diana ist der Sessel umgefallen, wie sie auf den Toast trinkt. Jetzt haben wir alles, mein Mann ihr gleich geholfen, den Sessel hoch. Sie ist ganz rot geworden. Das ist so ein Mädchen, so schön gewesen. Und wir haben nur gelacht, nicht? Und dann setzen wir uns wieder hin und dann dürfen wir schon das erste Dessert essen. Und auf einmal sehe ich ihn, wie er neben mir sitzt und wirklich so, mit dem Finger, bitte, in der Kamera, so. Ja. Ne? Im Gebiss? Und ich denke mir, was macht denn der jetzt Grausliches da neben mir sitzt und ich so streng erzogen bin? Und sage, do you need my finger? Das muss man bringen. Und das war so schrecklich für mich, dass er, und er hat nur gelacht, oh, I'm so awful. Es tut mir so schrecklich leid, ich weiß, ich habe ein schreckliches, aber ich kann ja meine Rede nicht halten. Ich bin ja hier voll Kaviar, dieses rote Ding hier. Sag ich, oh Gottes Willen, das ist das Beste, was es gibt, roter Kaviar, ich liebe den so. Und ich brach so die Gabel rein. Ich konnte auch nicht mehr sprechen. Wenn Kaviar so viele Stunden das Dessert wartet, irgendwo im Rathaus hinten, dann ist das vertrocknet. Das Problem haben wir alle auch. Das weiß er. Mit dem Kaviar. Das ist schlimm. Schlimm mit dem Kaviar. So, und er stand vor seiner Rede. Er kann talk now. Aber er kann jetzt nicht sprechen. I can't help you. Und ich sehe das lange Tisch, durch das bis am Boden geht. Und sage, also die einzige Möglichkeit ist, ganz schnell vor seinem großen Rede. Nein. Fahren wir da runter und machen das schnell mit dem Finger raus. Und dann kann ich nur Sie so sind da. Der königlichen Hoheit mit dem Finger ins Gebiss und haben den Kaviar da rausgenommen. Nein, ich nicht. Nein, süß, das wäre ja viel schöner gewesen. Nein. Das war eher die Paralyse.
Dagmar, da kann man einen Glücksbringer holen. Ich erzähle euch gleich, warum ich einen mitgenommen habe. Frau Koller, wir haben ja noch einen Gast. Wir müssen ja, eben. Darum will ich ganz schnell sagen. Ja, ganz schnell. Ganz schnell. Ja. Und dann sage ich, wir holen das, dieses große Tischtuch, das da bis am Boden hängt, vor, machen schnell beide mit dem Kopf runter. And we do it like this. Und wirklich, beide machen das, aber beide auf dieselbe Seite. Er da und ich da. Bumm, sind unsere Köpfe unten zusammengestoßen. Also ich habe das Tischtuch hochgekommen, bumm, au. Und dann haben wir trotzdem schnell gemacht. Und so. Und das haben alle fotografiert. Und wir sind natürlich mit einem roten Gesicht beide hochgekommen. Rot, lachend. Es hat ja wehgetan, wenn man es so zusammen. Jetzt begreife ich langsam, warum Prinz Charles sich nach 31 Jahren erinnert hat. Das war ja nicht klar. Wir müssen an der Stelle, liebe Frau Koller, wir müssen jetzt bitte zum letzten Gast, weil das ist sonst unfair. Darf ich Ihnen ein Versprechen geben? Ich möchte Sie gerne im Jahr 2018 wiedersehen. Oh, das wird dann spannend, da bringe ich mein Buch mit. Das doch, wird wirklich spannend. Das ist doch mal eine Abmachung jetzt. Dagmar Koller, danke Ihnen. Aber ich glaube, und der Matze. Genau. Der Matze, was ist das? Ganz schnell, entschuldige. Ist das bitte. Zahnseide für Vornehme? Und ich habe ja, wir haben ja heute so, das habe ich mir heute schenken lassen. Da hat jemand zu mir gesagt, wenn Sie sich schlecht fühlen, Dagmar, machen Sie das, schauen Sie, was ich plötzlich schon kann. Schauen Sie an. Und ich kann das da über den Kopf schon führen. Und das beruhigt. Und das beruhigt wirklich. Ich habe gehofft, ich das beruhigt sofort. Mich und ich rede nicht zu viel und nicht über meine privaten Sachen. Ich will erst noch mal vielen Dank an Dagmar Koller. Ich glaube, ich muss aber noch sagen, Matze, tut mir eingefallen, wenn Dagmar Koller im nächsten Jahr wiederkommt, kommen Sie bitte in dieselbe Runde. Oh ja, und dann muss er kommen in Strümpfen. Ja, natürlich. Und mit langen, hohen Schuhen und als Dagmar Koller. Okay, das machen wir. Das, machen das, wir. Ist, das ist eine sehr gute Idee. Und Sie lesen aus dem Buch vor, aber das ganze ja. Buch, von Anfang bis Ende. Nein, da ist ja nur Bilder. Matze, also nur Bilder. Wo jetzt? Frau Koller, stellen Sie bitte mal vor, Sie haben ein Rendezvous mit einem Mann, möglicherweise ein etwas jüngerer Mann, als Sie sind, und der macht plötzlich einen auf Dieter Bohlen. Haben wir gerade. Ja. Er hat ganz kalte Hände. Oh Gott, da frage ich ihn auch so wie, der hat eiskalte Hände, was ist ja, denn los? Ja, weil sie in dem Studio so runtergekühlt wurde. Das oh ist ja, Gott. Nein, aber, Entschuldigung. Nee, was, stell dir vor, Sie gehen mit ihm aus, ein Rendezvous, und er macht einen auf Dieter Bohlen. Wie würden Sie reagieren? Ich weiß nicht, wie der Dieter Bohlen das macht, aber ich schaue mir den nicht oft an. Aber ich weiß, wer er ist natürlich. Aber ihn würde ich mir gerne anschauen. Und ich glaube, dass er in seinem Kabarett unheimlich erfolgreich ist. Schon wenn er aufsteht, das ist ja eine Erscheinung. Und was gibt's da? Können Sie bitte mal, Matze? Aber liebe... 347. Muss 347. Ja auch gut zu ihm sein. Meine Zimmernummer. Er hat ja so kalte Hände, aber ich habe ihm ja eh die Hosen zugenäht. Aber ich weiß, dass man Dagmar Koller vor Beginn der Sendung eben gesagt hat, ich finde das so faszinierend, wenn Menschen parodieren können. Ja, ich finde das ganz grandios. Ich könnte keinen nachmachen. Ich finde das so toll. Ja, das kann man dabei lernen. Also wenn Sie vielleicht mal, sagen Sie Beckenbauer zum Beispiel, sagen Sie mal, machen Sie mal, sicherlich. Sagen Sie mal, sicherlich. Nein, einmal so, gute. Kann ich. Ich bin ich. Das ist ja wunderbar. Ja, das ist auch ein Standpunkt, ja. Ich bin ich. Und er ist er, Matze Knob. Wir sind mir, ja. Und wir sind mir. Sind wir schon durch? Ja, Pat und Patrick. Das ist eine ganz andere. Ich bin ganz berührt, weil ich mir wirklich denke, die Romantik war bei euch so groß, dass diese Liebe ewig gedauert hat. Und heute ist es so, dass man ja eigentlich so schnell immer was Neues bekommt. Man hat ja gar nicht mehr Zeit, in eine Liebesaffäre zu gehen, weil der eine ist da, der ist, du kannst es aber doch schon wieder schauen, wo er ist und so. Es ist ja nichts mehr geheim, es ist alles so offen. Ja, ich glaube, dass das da dieses, ihr seid geboren füreinander. Das ist wahrscheinlich die Seelenverwandtschaft. Fahrt er im großen Sportwagen vor, oder? So hat man dir das Gefühl, ein Mannequin? Boah, heute ist es begehrteste Mädchen überhaupt, dass es gibt, Mannequin zu sein. Womöglich ganz dünn und ganz schön, so wie Sie sind. Und dann kommt er mit dem Riesenwagen und dann geht es weiter. Aber kommt er mit so einem großen Wagen daher oder kommt er so in einem... Mit Suzuki Swift kommt er. Ja, ja. Ja, genau. Also, wenn einer Kreuzfahrt machen möchte, ich kann nur empfehlen, erstmal auf die Kleinen zu gehen. Okay. Und vor allem dann genau zu gucken. Kreuzfahrt ist
nicht mal eben gebucht, sondern Kreuzfahrt ist mega komplex. Alles, was ich auf dem Schiff buche, wird richtig teuer. Also da bitten die sofort zur Kasse. Und man muss auch ja, definitiv ins Kleingedruckte gucken. Da kamen dann Sachen, ich wollte so eine Getränkepauschale haben. Dann hieß es, ja, für einen Tag war die da so ausgezeichnet. Ich habe gedacht, ja, morgen ist Seetag, dann nimmst du mal wahrscheinlich mehr ein. Mach ich mal für 23 Euro. Da haben sie gesagt, ach so, ja, das steht jetzt für einen Tag, aber das gilt jetzt nur für die ganze Woche. Da hätte ich rückwirkend noch mal 23 Euro für die ganze Woche jeweils zahlen müssen. Oh, so billig. Also, doch, ist doch überschaubar, ne, Frau Koller, 23. Ich bin da immer runter vom Schiff und habe mir das gekauft und in Säcken mitgetragen. Der Trick, das ist mein Tipp hier, Daniel. Oh.